Hallo bei euremilch.com. Ich möchte mit euch ein süßes Lamm mit einem orangen Kokosrührteig zubereiten und mit einer weißen Schokoladeglasur. Wir brauchen dafür Butter, Zucker, Eier, Orangeat, Mehl, Kokosflocken, Zitronenaroma, Contrôt oder Orangensaft, Salz, Backpulver, Vanillezucker, Orangenaroma und zum Glasieren weiße Schokoladenkuvertüre und entweder Kakaobutter oder Kokosfett. Ich vermische jetzt das Mehl mit den Kokosflocken und der Orangeat. So verhindere ich, dass die Orangeat im Teig heruntersinkt und sie verteilt sich ein bisschen schöner. Und jetzt hebe ich alles unter meinen Abtrieb, den ich vorher gerührt habe. Also Butter mit Zucker, Vanillezucker schaumig schlagen, nach und nach die Eier zugeben. Und da hebe ich jetzt meine Mehlmischung unter. Ich fülle den Teig jetzt in meine vorbereitete Lammform. Die habe ich mit Butter bepindelt und mit Brösel bestreut. Den Backofen habe ich ja bereits vorgeheizt. Und da drinnen werde ich mein Lamm jetzt bei ca. 180 Grad, soll es zu schnell gehen, werde ich die Temperatur auf 160 Grad reduzieren, backen. Ich habe jetzt für mein Osterlamm eine Schokoladenglasur aus weißer Kuvertüre und Kakaobutter vorbereitet. Und damit werde ich jetzt das Lamm glasieren. Das Lamm aus der Form gelöst und auf ein Glasiergitter gesetzt. Und jetzt werde ich es mit der weißen Schokolade gleichmäßig überziehen. Unser süßes Osterlamm aus Kokos-Orangenrührteig mit weißer Schokoladenglasur ist fertig für das große Osteressen. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung gibt es wie immer unter www.euremilch.com.